Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir eine Entdeckung zeigen, die dieser Herr hier gemacht hat. Das ist Hans Christian Ørsted. Und bevor wir anfangen, erzähle ich noch mal kurz, was wir hier eigentlich haben. Hier ist eine Spannungs- bzw. Stromquelle. Die benutze ich hier als Stromquelle. Deshalb kann ich hier auch einen Kurzschluss machen, weil ich hier vorher den Strom einstellen kann, der hier sozusagen fließen soll. Hier habe ich eine Kompassnadel. Hier ist ein Hufeisenmagnet. Und hier ist, das nennt sich Leiterschaukel. Da habe ich auch nochmal ein eigenes Video zu. Ist im Wesentlichen hier unten ein Stückchen Draht, der hier an zwei leitenden Fäden hängt. Gut, zurück zu unserem Herrn Ørsted. Er ist ein dänischer Physiker, Chemiker, Naturphilosoph gewesen und er hat im Jahre 1820 im Rahmen einer Vorlesung eine Entdeckung gemacht. Und ich versuche das mal hier so ein bisschen hemdsärmlich nachzustellen. In der Nähe eines Leiters, der mit Strom durchflossen ist, hat er eine so eine Magnetnadel gehabt. Und so. Und jetzt passt. Gucken wir einfach mal, was passiert. Und wenn ich hier einschalte, bewegt sich die. Wenn ich jetzt wieder ausschalte, man kann das hier sehen, es sind so knapp 5 Ampere. Gibt jetzt natürlich nicht, aber jetzt sind es knapp 5 Ampere. Und ich habe hier offensichtlich hat ein stromdurchflossener Leiter irgendwie ein Magnetfeld. Wie das genau aussieht, machen wir auch nochmal extra, weil hier geht es jetzt wirklich nur um die Entdeckung. Man kann das natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen ordentlicher machen. Ich gehe jetzt her und nutze aus, dass hier schon Draht eingebaut ist. Schließe das hier an. Und wenn ich jetzt einschalte, sieht man eigentlich sehr schön, dass ich die Magnetnadel im Großen und Ganzen senkrecht. Es klappt nicht so ganz mit dem senkrecht, aber prinzipiell senkrecht zu dieser zu dem stromdurchflossenen Leiter ausrichtet. Das Ganze kann man auch noch mal etwas anders ausprobieren. Dafür habe ich die Leiterschaukel. Hierhin gesehen ist negativ, bei mir ist positiv, wobei das jetzt aber erstmal, es geht nur ums Prinzip. So, und hier oben ist grün, hier unten ist rot, also Südpol ist grün, Nordpol ist rot. Und jetzt haben wir einen gleich stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld und wenn der jetzt tatsächlich irgendwie magnetisch wird, müsste es ja irgendwie eine Wechselwirkung geben. Mal gucken, ob dem so ist. Und tatsächlich, also, das, wenn ich jetzt wieder ausschalte, ist wieder alles wie vorher. Jetzt kann ich natürlich das mal umdrehen. Ist das vielleicht so, nochmal. Ja, wie man sieht, hat offensichtlich ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld, beziehungsweise kann dadurch natürlich auch mit Magneten in Form einer Magnetnadel oder eines Hufeisenmagneten wechselwirken. Soweit, so gut.